Samstag waren in Esslingen die Straßenkünste los. Vom Sänger bis zum Breakdancer, vieles gab es in der Innenstadt zu sehen. Auch das Wetter spielte mit. Zum zweiten Mal fand in Esslingen das Straßenkünstlerfestival statt. Das ist heute das zweite Straßenkunstfestival, aber das erste in dem Ausmaß. Denn im letzten Jahr hat es nur hier am Postmichl stattgefunden und jetzt zum ersten Mal eben in der ganzen Esslinger Altstadt. Besucher haben wir sicherlich einige tausend. Wir haben im Vorfeld große Flyer-Aktionen gemacht, wir waren präsent in der Presse und haben auch heute schon hier gemerkt, hier standen vorher schon, haben wir gezählt, 200 Leute hier um den Platz. Also sind einige tausend Besucher, die hier heute am Straßenkunstfestival teilnehmen. Auch im nächsten Jahr freuen sich die Veranstalter auf ihren Besuch. Zu einem in Vollbrand stehenden Gartenhaus wurden die Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 22:30 in das Gewann Reiserwiesen in Ostfildern gerufen. Mit zwei Löschrohren wurde der Brand bekämpft und Glutnester abgelöscht. Die verbliebenen Gebäudereste wurden auseinandergezogen und auf weitere Brandstellen kontrolliert. Die Feuerwehrabteilungen aus Ruid und Nellingen waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und hatten die Lage schnell im Griff. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag fand von 11 bis 18 Uhr der traditionelle Maimarkt in der Bernauer Ortsmitte zum 23. Mal statt. Trotz des Regenwetters ließen es sich viele Besucher nicht nehmen, das alljährliche Fest zu besuchen und zu verweilen. In der Kirchheime und der Hauptstraße priesen Händler ihre Waren und boten Kurioses, Nützliches und allerhand Schnäppchen an. Vor dem Quadrium stellten Kunsthandwerker ihre Produkte vor. Handgefertigte Mützen, Filzschuhe und verschiedenste Dinge aus Holz. Dass einfach hier sich die Familie trifft und dass wir auch für unsere Geschäftsleute, die wir hier in Warnau haben, auch eine gewisse Plattform bieten können, wo sie sich einfach auch ausstellen können. Aber uns ist es wichtig, dass die ganze Familie einfach einen Sonntag voll mit Spaß hat. Für die kleinen Besucher des Maimarktes gab es auf dem Parkplatz der Bernauer Bank einen eigenen Kinderflohmarkt. Kinder konnten sich beim Springen auf dem Bungee-Trampolin austoben und auch das beliebte Karussell drehte sich wieder. Raritäten und fast schon in Vergessenheit geratene Oldtimer konnten die Besucher auf der Freifläche vor dem Quadrium bestaunen. Kurz vor 13 Uhr trafen mehrere Oldtimer, darunter auch ein Bernauer Feuerwehrfahrzeug aus vergangener Zeit, ein. Bürgermeister Elbel ließ es sich nicht nehmen, in einem Oldtimer mitzufahren. Ja, in Warnau gibt es traditionell immer am 1. Mai, Sonntag, den Warnauer Maimarkt. Ein mittlerweile schon traditioneller Markt, der sich von der Stadtmitte bis hier zum Quadrium erstreckt, entlang der Straße, aber auch auf dem Stadtplatz, dann jede Menge Möglichkeiten zu essen, zu trinken und auch einzukaufen bietet. In der Innenstadt standen kulinarische Leckerbissen für die Besucher bereit. Ob herzhaft und deftig oder lieber süß. Es war für jeden Geschmack etwas dabei. Für den musikalischen Rahmen auf dem Stadtplatz sorgte die Band BVSB für stimmungsvolle Unterhaltung. Am Montagmittag trafen sich Tourismusverantwortliche und Lokalpolitiker am Kunstwerk Brille zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben. Bei Nebel und starkem Regen übergab Minister Guido Wolf den Förderbescheid zum Projekt Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albdrauf und Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Die Gemeinde Hülben dachte aber mit und stellte in weiser Voraussicht ein Zelt auf. So war nur der Weg vom Parkplatz zum Zelt im Nassen zu bestreiten. Ja, wir sind natürlich als Landesregierung unterwegs, den Tourismus in Baden-Württemberg nach Kräften zu unterstützen, die lokalen Initiativen auch zu befördern. Und ich freue mich, dass es gelingt, hier im Biosphärengebiet im Schulterschluss mit Schwäbischer Alb und Teckneufen ein Wanderwegenetz an den Start zu bringen. Das Land Baden-Württemberg fördert die Beschilderung, die Möblierung, die Ausweisung dieses Wegenetzes mit fast 230.000 Euro. Baden-Württemberg ist ein Tourismusland, in dem das Wandern sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Und da gehören solche Maßnahmen
natürlich dazu, um neue Gäste auch zu gewinnen. Nach den Grußworten von den Herren Ganzer, Bürgermeister aus Hüben, Reumann, Landrat im Kreis Reutlingen, Eininger, Landrat im Kreis Esslingen und Wolf, Minister für Justiz und Europa, übergab der Minister den Förderbescheid aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm 2017. Wir freuen uns sehr, dass uns das Land aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm 230.000 Euro Förderung zuteil werden lässt, den Landkreisen Esslingen und Reutlingen, für die Entwicklung einer Wanderkonzeption und weiterer Premium-Wanderwege. Es werden 21 zusammen mit den Kommunen, mit dem Schwäbischen Albtourismus, mit Mythos, mit dem Verkehrsverein Tegneufen und vielen anderen entwickelt. Und das ist eine tolle Gemeinschaftsleistung. Wenn wir das hinbekommen, wird uns das enorm weiterbringen in dem wichtigen touristischen Feld des Wanderns und des Naherholungstourismus. Im Anschluss gab es noch Köstlichkeiten und Getränke aus der Region. Der Minister musste dann aber weiter zum nächsten Termin nach Bad Urach.